Einen wunderschönen guten Buongiorno, meine Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Neverwinter-Video hier auf meinem Kanal. Neverwinter ist ein MMORPG, was ich zusammen mit Maxim spielen werde. Und wir werden auch im Wechsel auf unseren Kanälen Videos dazu hochladen. Das Ganze wird eine Reihe von Videos mit sich ziehen. Insgesamt 8 Videos werden wir machen. Das zieht sich durch den ganzen Juni und ist eine Produktplatzierung. Also sind es Werbevideos, okay? Also wir wollen euch das Spiel vermitteln, zeigen, was es kann. Und da wollen wir natürlich auch so viel wie möglich zeigen. Solltet ihr im Verlauf dieser Videoreihe auch Lust auf das Spiel bekommen haben, dann verlinke ich euch das Ganze natürlich in der Beschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken, euch anmelden, runterladen und go. Es sei noch gesagt, dass das zweite Video der Reihe, das erste kam bei Maxim, das zweite also hier bei mir. Also könnt ihr natürlich erstmal bei Maxim reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ansonsten viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Ich werde am Anfang noch ein bisschen was zum Spiel erklären und dann geht's auch ins Abenteuer. Viel Spaß. Ich wollte euch vorab also auch noch was zeigen und wollte euch also auch noch mal so ein bisschen die Menüführung des Charakterbogens zeigen. Denn hier gibt es natürlich einige nette Sachen zu entdecken und das wäre jetzt für die Folge mit Maxim quasi ein bisschen zu viel gewesen. Man hat also hier seinen Standardcharakter, wo man dann nochmal die ganzen Items sieht. Ihr seht hier schon, ich habe hier schon ein paar andere Sachen, als ihr jetzt vielleicht in dieser Folge sehen werdet. Aber das werdet ihr morgen bei Maxim erfahren, wo ich diese ganzen Gegenstände herbekommen habe. Es geht jetzt im Endeffekt um den Aufbau. Also man sieht jetzt hier auf der rechten Seite zum Beispiel die ganzen Kraftattribute, die Werte, die man hat, die man mit seiner aktuellen Ausrüstung macht. Und auch alles andere, was jetzt hier noch dafür wichtig sein könnte, wie euer Charakter sich verhält. Dann hat man hier noch die Grundattribute, die haben wir am Anfang ausgewürfelt. Die können sich dann im Laufe des Spiels auch noch anpassen. Das bedeutet, die werden natürlich auch noch verbessert. Man hat dann hier also noch verschiedene Möglichkeiten, das zu erweitern. Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte, natürlich auch basierend auf seiner Rasse. Die wird dann hier rechts nochmal angezeigt. Die Herkunft konnte man sich dann auch nochmal auswählen. Das haben wir in der ersten Folge schon gesehen. Und die Biografie, die kann man sich natürlich selbst noch so ein bisschen anpassen. Da sind also alle Kreativitäten frei verfügbar. Da könnt ihr euch also austoben. Kommen wir dann zu dem Kräftebaum. Ja, wir haben jetzt hier natürlich noch rassenabhängige Kräfte, beziehungsweise auch klassenabhängige Kräfte. Dazu zählt zum Beispiel das Abrollen. Das ist also eine persönliche Eigenschaft von meiner Klasse. Da ich ja einen Schurken spiele, kann er sich also abrollen, um so ein bisschen auszuweichen. Diebstahl gehört natürlich dann ebenfalls dazu. Wir werden auch in dieser Folge noch sehen, wozu das gut sein kann. Dann haben wir rassenabhängige Fähigkeiten, die da jetzt damit zusammenhängen, dass ich mir einen Tiefling ausgewählt habe. Und natürlich alle weiteren klassenabhängigen Fähigkeiten, die man erlernen kann. Im weiteren Verlauf des Spiels lernt man natürlich noch weitere Fähigkeiten, wo man dann natürlich dann noch auswählen kann, welche man jetzt wirklich benutzt. Man sieht ja, man muss sich entscheiden, welche Fähigkeiten jetzt die besseren für einen sind. Es gibt aber auch passive Fähigkeiten. Außerdem gibt es sogenannte Klassenmerkmale, die werden natürlich auch verschiedene Boni bringen, aber dazu dann im weiteren Spielverlauf wahrscheinlich noch mehr. Dann gibt es noch Talente, die du erlernen kannst, um dann quasi deine Klasse bzw. deinen Charakter nochmal stärker werden zu lassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich da auch auszutoben und es gibt natürlich hier auch verschiedene, ja, Unterklassen, wenn man so möchte, den Halunken, den Saboteur oder den Henker. Auch da wieder verschiedene Fähigkeiten, die man mit einbauen kann. Also es gibt also einiges zu tun, um den Charakter so zu gestalten, wie man ihn selber gerne hätte. Auch für den Einstieg in eine Gilde werdet ihr belohnt, denn dort habt ihr auch verschiedene Boni, die ihr bekommt, wenn ihr einer Gilde beitretet. Im Laufe des Spiels wird auch das natürlich verstärkt. Da müsst ihr euch dann natürlich so ein bisschen durchfuchsen. Es gibt auch Gefährten im Spiel. Man hat also aktive Gefährten und passive Gefährten. Man bekommt also auch einen Aktivitätsbonus, wenn die Leute quasi aktiviert wurden. Und da hat man dann hier den Boni rechts auf der Seite. Die bringen einem natürlich auch nochmal Unterstützung mit ins Spiel rein. Wir haben jetzt hier einen Stürmer, man nennt ihn Mini-Krokette und der wird einem natürlich dann noch zur Seite stehen. Genauso wie Reittiere werden im Laufe des Spiels natürlich auch noch ein Thema, denn man möchte natürlich lange Strecken nicht unbedingt immer laufen und dort wird man dann auch so unterstützt. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einstieg noch geholfen und euch auch noch mal ein bisschen gezeigt, was im Spiel noch alles möglich ist, zumindest was den Charakter angeht. Wir gehen jetzt mal in die Folge rein und schauen mal, welches Abenteuer Maxim und ich heute erleben werden. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Damit herzlich willkommen zum allerersten Neverwinter-Video hier auf meinem Kanal. Bei mir ist natürlich auch der gute Maxim mit dabei. Und wir spielen, ja, hier das neue Update zu Neverwinter sozusagen. Und sind jetzt quasi mit unseren Charakteren jetzt schon das erste Stück, den ersten Prolog gelaufen, haben die ersten Quests erledigt, haben schon ein bisschen erklärt, worum es in dem Spiel geht, wie man jetzt hier vorankommt und sind jetzt hier bei diesem guten Herrn und haben jetzt hier quasi den Auftrag, hier hochzugehen und durch die Tür dort oben, um dann quasi seine Quest zu erledigen und wollen jetzt hier auch schon mal wieder so ein bisschen natürlich euch was zeigen vom Spiel, so ein bisschen reingehen in die nächsten Quests und
Vielen Dank erstmal für das Feedback unter Maxims Video. Ich habe mir dann natürlich auch so ein bisschen was durchgelesen und im Endeffekt ist es ja auch so, man muss am Anfang erstmal so ein bisschen reinkommen, die ersten Level meistern und dann kann man auch zusammenspielen. Und wir wollen jetzt quasi erstmal das 5. Level erreichen, um dann quasi auch die besondere Belohnung, die wir bekommen haben, nochmal einsetzen. Ihr seid derjenige, den Feldwebel Nox für die Untersuchung hergeschickt hat. Sag Bescheid, wenn du mit dem redest. Wir versuchen jetzt erstmal die Quest halt parallel quasi laufen zu lassen. Und dann geht das voran. Eine der anderen Wachen wollte es sich einmal ansehen, hätte aber längst zurück sein müssen. Ich muss den Eingang bewachen, werde euch aber durchlassen. Findet die Quelle dieser Geräusche und sucht Quartiermeister Otis. Er wird wissen, was dort vor sich geht. Das werde ich. Öffnet das Tor. Danke. So, Entschuldigung, jetzt bin ich durch mit dem Dialog. Okay, ich jetzt auch. So, die Frage ist, ach so, ja, ich finde das immer noch super nice, dass die halt gerade am Anfang diesen Weg Hinweis geben. Ja. Wir haben ja auch einige Reviews angeguckt, haben einige gemeint, ja, das ist halt super nervig. Aber ganz ehrlich, für den Anfang ist es super geil. Und wenn man noch so ziemlich casual rangeht, ist es halt auch relativ entspannt. So, F. Oh, ich bin ja sofort drin. Ja. Oh, hier sind doch schon die ersten Gegner, die man dann schon wegschnetzeln kann. Also, das Kampfsystem bisher gefällt mir auch ganz gut. Man hat eine relativ smoothe Animation. Ich finde sowas immer super wichtig bei solchen Games. Das ist... sich gut anfühlt, wenn man schnetzelt. Jetzt mal. Bisher bin ich da eigentlich ganz beruhigt. Aber Spinnen mag ich natürlich nicht. Spinnen sind ein bisschen ekelhaft. Spinnen wohl. Oh, Alter. Er schiebt die Tür auf. So, okay, Schnetzelung. Oh. Ich habe jetzt auch nochmal im Inventar geguckt. Die haben ja, also ich habe zumindest ein, zwei neue Items bekommen. Wo natürlich der Damage-Grad wirklich, keine Ahnung, 50% hochgegangen ist oder sowas. Das war schon sehr angenehm. Ja. Sie. Zack. Zack. Belege gerade, erkundest du die Räume so ein bisschen genauer oder ist das mehr so ein Bohrstein jetzt gerade? Na, da war jetzt zum Beispiel jetzt diese Fässer, die man da jetzt anschauen konnte. Grundsätzlich, ja. Also ich bin da sowieso nicht so der Typ, der jetzt jede Ecke immer erforscht bei sowas. Aber. Danke. Also wenn das Game einen belohnt, ist das schon geil, wenn ich ehrlich bin. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn es da Erfahrungsbonus Boni für geben würde. Aber hier zum Beispiel, hier ist also, die brauchst du eine Diebstahlfähigkeit, ne? Hier ist so ein Paket auf dem Boden, aber ich kann es halt legit nicht öffnen. Ja, da bin ich auch gerade. Hier. Naturpaket. Wölbekunde-Paket, aha. Okay, jetzt kann ich. Ich musste erst die eine Kiste aufmachen, um dann diesen Arm hier auf dem Wagen zu bekommen. Das ist ja interessant. Okay. Hier ist jetzt noch eine andere Kiste. Ah, interessant. Also man findet Items, um andere Gegenstände quasi dann zu bekommen. Beziehungsweise um andere Kisten zu öffnen. Das ist interessant. Das finde ich cool. So, ich glaube, da bin ich jetzt quasi auch an der Stelle. Zack. Gewölbe. Ah, der eine ist aber stark. Ja, der war. Da muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen. Eieiei. Da habe ich ein ganz schön Leben verloren. Ah, jetzt habe ich eine Schriftrolle der Identifikation erhalten. Das ist übrigens gut. Also, das brauchst du auch auf jeden Fall. Weil, also, wie gesagt, ich habe halt einfach random Boots gehabt. Und es stand auch irgendwie drin, dass das Game einem, glaube ich, so ein paar Sachen spendiert. Ja. Zumindest habe ich das vorhin so gesehen. Ich meine, es gibt ja viele Spiele, wo du dich einloggst und dann entsprechend auch belohnt wirst. Aber ich glaube, ich gehe hier sogar noch ein paar Meter zurück, weil ich habe vorhin bei der ersten Spinne quasi dieses Paket gehabt. Versuche ich jetzt quasi nochmal im Nachhinein zu öffnen, weil ich nicht weiß, ob der Rückweg der gleiche ist. So, warte. Einige Dungeons sind ja rund aufgebaut. Ja. Ah, nee, das kann ich trotzdem nicht. Ah, okay. Brauche ich nicht zurücklatschen, das ist gut. Gleich gemerkt, nee, irgendwie. Schade. Aber ist ja nicht schlimm. So, Atmosphäre. Oh, man kann sogar auf der Karte sehen, wo der Weg lang führt. Das ist natürlich auch praktisch. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen auf Kalle gewartet und dann hier in den Menüs so ein bisschen reingeschaut. Und das ist schon, also es gibt halt in solchen Games halt extrem viel zu tun. Also gerade das mit den Gilden und so weiter, das ist ja auch noch eine spezielle Sache. Aber ich habe hier
Also du, ich glaube, du wirst halt einfach in 1000 Jahren nicht irgendwie langweilig. Man kann schon ein bisschen Zeit investen. Aber am Anfang wirkt es halt überfordernd. Man hat ja oben die Menüleiste und sieht ja alles, was man so drücken kann. Und was es für Menüpunkte gibt. Und ich denke dann die ganze Zeit nur, Alter, wann machen wir das? Das ist halt einfach insane viel. Ich hab gemerkt, aber natürlich cool, weil du willst halt wirklich an dem Game halt gehuckt bleiben, ne? Ja. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine spezielle Fähigkeit die ganze Zeit gar nicht benutzt habe, dass ich mich quasi, ihr habt es jetzt gerade gesehen, in die Schatten verziehen kann und quasi schleichend unsichtbar durch die Gegend laufen kann. Das ist natürlich die spezielle Fähigkeit eines Schurken, der kann sich natürlich in den Stealth-Modus begeben, um sich dann an die Gegner ranzuschleichen. Macht dann auch mehr Schaden, by the way. Aber ihr... Diejenigen, die dann auch D&D und sowas gespielt haben. Ich merke auch gerade, dass die, wenn Gegner, also den Bogen zum Beispiel ziehen, dass du die dann wirklich überraschen kannst. Also die deren Auto-Take wird dann quasi resettet. Ne? Die werden dann quasi vom Schlag wirklich getroffen, statt einfach weiter zu casten. Was ja auch mal super worth it. Also manchmal ist es schwierig, weil du dann Einzelner eventuell stunlockst. Aber... Hier, also spellmäßig haben die hier aktuell wenig Stich. Oh, hier ist so ein krasser Magier. Ja, den habe ich schon besiegt und ich spreche jetzt hier eben mit dem Quartiermeister. Ich weiß nicht, jetzt ist wahrscheinlich wieder ein Dialog. Die Nasher haben sich während Valindras Angriff auf die Stadt in die Gewölbe geschlichen. Sie sind hier, um die Krone von Neverwinter zu stehlen. Sie hatten ihr Ziel fast erreicht, aber dann haben sie die Toten im unteren Gewölbe erzürnt. Sie bekämpfen sich da unten gegenseitig. Ich habe sie hinter dem geheimen Eingang zum unteren Gewölbe eingeschlossen. Es gibt dort einen geheimen Schalter im Bücherregal hinten an der Wand. Haltet die Nasher auf, bevor sie die Krone kriegen können. Alles klar. Gut. Warte noch eben auf dich. Ja, okay. Ich ein bisschen durch. Ich sehe ja auch gerade den geheimen Riegel. Ah, der war nicht... Überlege bloß, ob ich hier nochmal die ganzen kleinen Sachen hier nochmal kurz angucke. Ja, hier ist noch so ein Religionsschrein. Ja, da stehe ich auch gerade vor, aber da braucht man noch so ein Paket. Ja. Interessant, du brauchst ein Religionspaket. Ich hätte gerne ein Paket Religion. Dann kann einfach ich, zum Mitnehmen. Ja, und dann kann ich hier natürlich ein bisschen erforschen. Aber gut, ne, vielleicht mit einer anderen Klasse wäre das vielleicht auch möglich gewesen an dieser Stelle schon. Ich glaube, wir kriegen damit unsere eigenen auch später mehr Interaktionsmöglichkeiten. Aber das ist krass, dass das Game das so vorgibt, weil du kannst ja... mehrere Klassen ja auch erstellen. Und das ist dann natürlich ein entsprechend hoher Wiederspielwert. Oder die Möglichkeit, eine andere Klasse halt bewusst zu nehmen. Hier ist ein Feuer. Diese Lagerfeuer sind auch sehr cool eigentlich, weil da kannst du quasi dich heilen. Jetzt muss man eben hier, glaube ich, schnetzeln. Kommt her, Leute. Hier brauchst du auch arkane Fähigkeiten. Ja, also wir warten jetzt natürlich entsprechend auf den Stufenaufstieg. Also ich würde da schon mit Kalle gemeinsam rumlaufen. Okay, hier sind erstmal 1 Million Leichen. So, die natzen sich da unten gegenseitig. Ach, war noch irgendwas beim Feuer? Nee, bei dir war auch nichts am Feuer, ne? Das Feuer ist quasi dazu da, dass du deinen Leben regenerieren kannst. Also ich habe jetzt hier ein paar Gegner getötet, ein bisschen Leben verloren. Und jetzt kannst du dich quasi in diesen markierten Bereich stellen. Und dann bekommst du dein Leben zurück. Nach und nach. Bei der Schnitzelung. Voll live bist. Voll live. Hä, mit Alter, so viel Diebes-Shit hier. Da hat man einfach instant Bock, Dieb zu sein. Kacke, Alter. Ja, ich kann es tatsächlich aufmachen. Also, ich bin ja quasi Schurke. Ich bin ja ein Dieb. Ja. Ich konnte alles aufmachen. Ich habe jetzt hier die Items auch bekommen. Da sind halt dann so, komplexer Knochenstift ist da drin. Alles klar. Und Elfenbeinschalen und all solche Sachen. Ja. Entdeckeraufzeichnung. Also, es gibt halt wirklich toll. Oh, hier Doppelklick. Okay, ich muss jetzt hier eine Holde Maid retten. Okay. Ich auch, glaube ich. Oh ja, die auf dem Stein. Genau. Wurde angecinematicked. Ich habe leider nicht genug Aktionspunkte, um mich da anzuschleichen. Das ist ein bisschen schade. Damn. Aber erstmal loot ich alle. Oh, du die klettert runter. Aber was ich zum Beispiel, was mir sofort aufgefallen ist, also bei diesem MMO ist es halt so, du musst nicht jeden Gegner direkt angesehen. Du kannst quasi AOE-mäßig da ein bisschen schnetzeln und alle Gegner mehr oder weniger gleichzeitig angreifen. Das hat für mich einen richtig coolen Effekt, weil das ein bisschen befreiter ist, so habe ich das Gefühl. Normalerweise ist es ja immer so gewesen, dass du die Gegner so antoggeln musst und das ist hier halt nicht so. Finde ich halt ziemlich cool, muss ich sagen. Man kriegt hier ziemlich viel Material für Rüstungskram und so, ne? Ist hier hinten noch drin? So, ich rede jetzt mit der. Ja, ich werde es auch.
Sibylle. Nee, ah, Sibylle. Why der Woche. Ihr seid hier. Ja, ich bin's, das Why der Woche. So, ja, geht es euch gut? Oh, natürlich. Oh, jetzt. Muss man selber lesen. Ja, nein! Muss selber lesen. Das ist halt... So, naja, ob ich... ja. Ich bin sehr froh, dass ihr mich gerettet. Sehr ja, schön. Die meisten, ja, ja. Okay. Boah. Noch mehr Text. Nein. Ich bin sehr erfreut. Okay. Ja, uff. Also ich fand es bisher echt angenehm, dass das immer vorgelesen wurde, muss ich sagen. So ein Pluspunkt, den wir jetzt leider streichen müssen. Ja, jetzt müssen wir wieder doch lesen. Aber das ist ja okay. Ich meine, wer Dungeon and Dragon Games gespielt hat, wird feststellen, lesen ist da eine wichtige Kompetenz. Gehört dazu, stimmt. Mit Sibylle absprechen, abgeschlossen. Ja. In dem Sinne, ne, ich werde mein Bestes geben. Hier ist übrigens jetzt nochmal so eine Kiste hinter dem Stein, wo sie drauf war bei mir. Da baue ich jetzt Arcana-Fertigkeiten. Die habe ich zum Beispiel nicht. Aber ich glaube, jede Klasse wird ja so ein bisschen bedient. Also ich konnte jetzt auch wieder so eine andere Kiste aufmachen. Mein Beschützer-Mode. Ich finde es irgendwie schade. Ich hätte gedacht, dass wenn ich Beschützer bin, so mehr auf Stärke gehe, dass ich eine Kiste kaputt machen muss. Die andere quasi nicht bedienen müssen. Oder bedienen können. Ja. So, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ich habe leider wieder nicht genug Aktionspunkte. Ich glaube, ich muss hier dieses in der Mitte, das muss ich aufladen. Also hier, dieses Ding hier. Ja genau, das sind die Aktionspunkte. Das ist quasi sowas wie eine Ulti, würde ich jetzt schon fast behaupten. Spezielle Fähigkeit. Ding ist halt, ich mache halt mit meinem Schwertgehacke so viel AOE-Schaden. Ja, noch nicht das Verlangen hatte, diese Ult einzusetzen. Wo ich die zum ersten Mal witzigerweise hatte, hatte ich die einfach so benutzt, einfach in der Luft quasi. Oh, jetzt. Ah, jetzt schlägt er mir das Ganze vor. Okay. Wenn er das vorschlägt, dann machen wir es natürlich. Ja, okay. Also du drückst Ult und der ganze Raum ist tot. So. Das ist halt GG. Aber natürlich ein empowerndes Gefühl. Das soll ja das Spiel einem auch vermitteln. Zumindest am Anfang. Oh, shit. Warte, wie kam der denn hier raus? So, jetzt haben wir die auch erstmal wieder erledigt. Was haben wir jetzt hier in der Mitte? Wir liegen hier so diese kleinen Säckchen rum. Er hier oben? Achso, der will auch was machen. Okay. Ja, der ist bei mir auch random rausgespawnt. Einfach sofort Q. Sofort tot. Let's. Okay. Oha, die sind ein bisschen kräftiger. Skelettsoldaten haben etwas mehr Tankiness, aber ist egal. Okay, also du bekommst diese Pakete quasi als Ersatz dafür, dass du die Fähigkeiten nicht hast, so denke ich mal. Aber jetzt kann ich hier diese ganzen schönen Truhen nicht aufmachen. Ah doch, hier, die kann ich aufmachen. Oh, ich habe ein Naturpaket beschädigt. Diebstahlpaket, tragbarer Altar. Hier, alles nur. Wieso ist es beschädigt, ne? Warte mal, da mach schon mal ganz kurz. Jetzt müssen wir hier die alle wegnatzen. Hast du dieses Naturpaket links benutzen können? Ja. Okay. Hier stand da als Schild. Vielleicht bin ich nicht schlau genug. Ich habe ein bisschen weniger Intelligenz als andere Charaktere. Achso, dann kann, okay. Immer noch nach links gehen, sehe ich. Oh, jetzt kann ich wieder schleichen. Oh, ich sollte mich mal heilen. Oh ja, ja. Okay. Einfach mal ein Lagerfeuer in einem Riesentempel. Wenn du Steuerung drückst, kannst du auch Gegner anvisieren. Das ist interessant. Also ich wie erhöhen das Spiel. Es geht quasi sogar. Also du kannst quasi, wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, Leute, dann bekommt ihr quasi das nächste Ziel anvisiert. Was vielleicht auch sehr praktisch sein kann, wenn man so mal in so einem großen Fight die Orientierung verliert. Nehmt immer, wenn du es gedrückt hältst, auch sofort das nächste Ziel, was dann kommt. Das ist auch sehr schön. Das ist ein gutes Gimmick. Ich natürlich nochmal hier hinten hoch. Jetzt kommt, glaube ich, hier wieder eine kleine Cinematic. Bist du schon den Gang da weitergegangen? Genau, die Kronenkammer, Leute. Okay. Da wird jemand wach. Dann gehen wir jetzt auch hier in den Laden rein. Mal gucken, was hier noch auf uns wartet. Wächter der Neun. Oha. Müssen wir erstmal rechts klicken. Jetzt kommt erstmal bei der Film. Honor, schnell die Krone! Der Wächter wacht auf!
muss natürlich dazu sagen, dass ich halt auch brutal tanky bin. Oha. Wacht auf. Was für eine Überraschung. So, erstmal natürlich. Oh, jetzt gibt's wieder einen Film. Wächter der Neuen. Oh. Okay, aber er ist fast da. Okay. Ah, der. Oh, ah. Achso, der hat die anderen beiden jetzt schon weggeschnitzelt. Das habe ich gar nicht gesehen. Oder sind die abgehauen? Wir suchen jetzt natürlich in Stealth. Okay, man kann gegen den nicht in Stealth gehen. Krass. Okay, gegen Bosse. Bosse haben zu krasse Augen. Okay, aber ich glaube, ich habe eine traurige Nachricht für dich, wenn du ihn siehst. A sad message. Ich schmeiß ihn einfach mit meinen Messern zu. Ja, ja. Die Sprunganimation ist genial. Die spawnen immer noch ein paar Skelette nach. Die macht man natürlich dann immer schnell weg. Ja, schnell gemacht. So, ich glaube, wenn du das geschafft hast, ich muss noch mal ganz kurz zurücklaufen. Ich habe nämlich noch so ein Naturpaket bekommen. Ich würde gerne mal das einsetzen wollen. Ja. Kann sein, dass du kurz wartest. Also nach der Cinematic, dass du da kurz wartest. Beziehungsweise noch ein bisschen looten kannst. Da eine so eine Schatztruhe ist dann noch bei dir. Ich mach den hier einfach mit meinen Range-Attacks. So, jetzt ist er dumm. Ihr seid zu spät. Die Krone gehört den Näschern. Nein! Gib Krone zurück, noch. Brudi. So, okay, cool, jetzt ist er tot. aber Epic Loot gab's jetzt hier scheinbar nicht. Es ist eine Schatztruhe dort. Ah, siehst du, jetzt hab ich zum Beispiel mein Naturpaket erfolgreich benutzt. Das Zurücklaufen hat sich für mich jetzt gerade brutal gelohnt. Oder das heißt ja brutal, ich habe gewöhnliche Schuhe bekommen. Yay! So, kleiner Heiltrank, Kupfer, einfacher Pelz, okay, alles mit natürlich. Ich bin so ein kleiner Schrottsammler immer, also ich nehme immer alles mit. Und das wird dann, wenn ich es nicht brauche, sofort verkauft. Ja, aber das ist aber mittlerweile kein Meme mehr, sondern bewusst von den Entwicklern so gemacht, dass du halt immer noch jeden Shit mitnehmen kannst. Später filtert man dann, wenn man das Spiel meinetwegen nochmal spielt oder dass Zeit vergangen ist, aber ich glaube, im Herzen eines jeden RPG-Spielers ist einfach so, ich nehme jeden Shit. Anders verkaufen. So, ich würde jetzt durch das Tor laufen. Oh, so weit bin ich noch gar nicht. Ich muss jetzt hier erstmal den Gürtel des Abenteuers kriege ich jetzt hier erstmal. Oh, was? Was ist denn schon ein Gürtel? Achso, das Tor von, wo das lilane Ding hin drauf ist, ne? Das, genau, da stehe ich jetzt davor, ja, genau. Da bin ich noch nicht reingegangen. Ja, da gehst du, machst das lilane Ding an und dann kriegst du die Truhe daneben. Da ist irgendwas krasses drin. Achso, also du bist schon durch das Tor gegangen? Ja, genau. Okay, dann mach ich das jetzt auch. Zack. So. So, Tatortuntersuchung abgeschlossen. Und jetzt müssen wir hier raus. Ah, ich hab jetzt auch Gürtel des Abenteuers. Aha. Du bist mir also voraus, na gut. Boah, ich kann auch immer nochmal so gucken, was das Ganze dann so bringt. Also man hat jetzt hier quasi seine Items. Ist jetzt einfach angezogen. Maximale Trefferpunkte. Das ist schon mal gut, also ein bisschen mehr Leben. Ja, sieht man jetzt ja auch, ich habe jetzt hier nicht mehr nur 620 oder so, sondern ein bisschen mehr bekommen. Das ist schon mal cool. Sicher, ich habe 818. Ja, du bist ja auch ein Tank. Die Tankiness ist da, Leute. Ich habe das Gefühl, dass ich, also gegen den Skeletttypen, den konnte ich halt einfach wirklich ziemlich schnell umbratzen. Machst so wie einen Schildschlag, Zweck Senkung und dann... Ja, also quasi ohne Ult kannst du den ja schon gut niederklöppeln. Wobei die Ult da vorher ein Bait war. Also da waren ja viele Viech da am Anfang. Aber ich glaube, gegen den Endgegner wäre die Ult auch nicht schlecht gewesen. Ich bin jetzt übrigens rausgegangen. Ja, ich auch. Und auf einmal steht man wieder genau an der gleichen Stelle. Das ist halt so GG. Du bist halt so durch so eine Mega-Halle gelaufen und dann auf einmal wieder genau an der gleichen Stelle. Aber das ist halt... Ey, du stehst neben mir! Ja? Dreh dich um! Ah, oh, Kalle! Party! Kalle! Also sofort ulten. Weißt du? Einfach nur Bodenschlag. Ja geil, warum? Ja. Also ich habe nichts dagegen, aber why? Ja, why? Ich würde es gerne verstehen. Ich sehe nur, so neben mir läuft einer so, warte mal, den kennst du doch. Das war in der Woche. Ja. Hat doch gerade Sibylla gerettet. Stand doch überall in der Zeitung. So, Attacke. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Alter, das Kupfer nehme ich natürlich an. Oder so. EP. Ich glaub, machen wir jetzt quasi auf der Suche nach Honor? Machen wir das jetzt auch gleich? Oder gucken wir erstmal, wo wir ein Level aufgestiegen sind? Ich nehme jetzt die EP erstmal.
Und bin können wir auch? Ja. Können wir aufnehmen? Auswählen, was wir nehmen können? Nee, wir haben noch beides eben. Ach so, okay, dann bin ich dumm. Alles klar. Also ich hoffe es zumindest. Aber ich bin immer noch Stufe 4. Also ich würde jetzt einfach mal mit dem weiterreden. Wie viel Zeit haben wir noch? Fünf Minuten. Aber wir können sie immer noch zurückholen. Ja, dann setzen wir uns trotzdem an. Und zwar müssen wir lediglich die beiden. Dann hören wir auf jeden Fall, was die Suche bringt. Wo die Nasher die Krone verstecken. Ah, fehlt noch so ein bisschen zum. Wir wissen, dass sich einer der Diebe, eine flinke Einzelgängerin mit dem Namen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich den. Was er gesagt hat, das tut mir leid. Ich würde mal eben ganz kurz gucken, wie viele jetzt hier nochmal in so eine Gilde kommen. In so eine Stanz. Mach ich das? Nee, mit dir sprechen. Lade ich dich jetzt nochmal ein? Okay, also wir müssen einfach nur eine Diebe namens Honor finden und die in so einer Taverne stellen. Ja. So. Oha, da ist jemand mit dem Pferd. Jo. Ja, das ist auch cool. Haben wir nicht auch schon Mounts? Wie voll das jetzt gleich ist, dass wir hier den Zugang haben. Okay, ja, dann würde man sagen, wir laufen da noch hin und machen dann eventuell Pause vor der Taverne. Ich kann jetzt hier alles bedienen. Ja. Okay, und der dort teleportiert sich. Und die hat auch eine Frage. Erstmal hin. Was? Aber redest du mit der? Ja, klar. Du darfst nicht mit der reden? Nein, wir haben doch nur eine Quest. Oder bist du immer so eine, der alle Quests gleichzeitig macht? Ja, klar. Natürlich, ist doch einfacher, oder nicht? Ich kann es auch lassen. Also, noch habe ich die Wahl. Nee, dann mach auf Wiedersehen. Wir machen das schön nachher. Oh, die sieht ja total aus. Oder? Ja, die vor allem, ihr Kopf, also ich weiß ja nicht. Aber gut. Nur Snakehead. Jetzt gibt es ja überall Leute. Cool. Ja, man muss halt echt diese Prologphase komplett überwinden. Ja. Oder die wachen alle 11:30 auf. Kann natürlich auch sein. So. Wir sind jetzt noch nicht in einer Gruppe, ne? Also wir würden jetzt noch nicht XP scheren oder so. Ich weiß aber auch gerade ehrlich gesagt nicht aus dem Stegreif, wie das funktioniert. Der war übel groß, der Typ. Overtrieben groß. Aber das ist mal schön. Ich meine, das Ziel war ja auch ein bisschen zusammenzulaufen. Heiligungsleiter. Ich meine, was ist das denn? Oh, warte mal, hier, ja. Shift 1. Okay, sind wir jetzt eine Gruppe? Ja, ich sehe dich. Ich sehe deine HP. Nice. Ja, cool. So, cool. Dann haben wir es ja jetzt. Oh, das ist auch schön. Den Teil kennen. Oh, hier der Baum, hör mal. Oh, wie der rumhüpft dort hin, der Typ. Also, das ist auch sehr schön gemacht, muss ich sagen. Na, ich würde vorschlagen, wir erkunden jetzt einfach so ein bisschen die Stadt noch, die 2 Minuten. Also, ich folge immer noch dem Weg so, weil ich würde vor der Taverne, glaube ich, Pause machen und dann bei meiner Folge mit der Taverne weitermachen. Ja. Aber ach, man muss ihm auch ein bisschen Zeit geben, sich das anzugucken, Maxim. Da finde ich immer so. Oh, Alter, der hat ein Riesenpferd hier, Hauptmann Belgott. Belgold. Hier ist jetzt quasi da, wo wir rein wollen. Das soll eine Taverne sein. Weiß ich nicht. Nee, ist ein, nee ich muss in den Ruinentunnel. Ja, genau. Hin? Ja, ich muss da auch hin. Ah, okay. Okay, ja, dann. Dann machen wir jetzt den Cut, oder? Ja. Mach ja. Genau. Alles klar. Gut, meine Damen. Am Anfang der Folge habe ich euch ja eh schon so ein bisschen was noch zu den Skills und sowas gesagt. Von daher ist das alles cool. Das ist eine runde Sache. Jetzt haben wir also quasi die erste große Quest erledigt. Wir haben uns endlich gefunden. Wir spielen endlich zusammen. Die nächste Folge, die gibt es morgen bei Maxim. Da könnt ihr dann einschalten und dann geht's weiter mit unserem Abenteuer in Neverwinter. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis denn. Haut rein. Tschüssikowski. Tschüss. So, okay. Da würde ich mich gleich meine...